Hallo Bienenfreunde, heute der 31.8. Das neue Bienenjahr ist ja nun 31 Tage alt und ich hatte ja im letzten Video schon gezeigt, dass das gut funktioniert hat mit meinem drohnenbrütigen Volk. Sie haben wieder verdeckelte Arbeiterinnenbrut und das hat gut geklappt. Aber heute Abend möchte ich euch mal diese Mini Plus, wer meine Videos verfolgt hat, der weiß, ich hatte im Juli einen kleinen Minischwarm, 500 Gramm, den hatte ich in einem Mini Plus eingeschlagen. Und was daraus geworden ist, möchte ich euch heute zeigen. Ich habe dabei Folgendes gemacht. Den Mini Plus Schwarm hatte ich ja gefangen und einlaufen lassen in einem Mini Plus. Und dann habe ich den praktisch, oder vielmehr das Volk, was hier stand, steht jetzt da hinten. Das ist das rechte Volk mit dem braunen Deckel. Das stand ursprünglich hier. Das war sehr stark, auch so hätte mal schwärmen können. Deswegen habe ich das jetzt dahin gestellt. Und die Mini Plus mit dem Minischwarm, die habe ich hier hingestellt. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich werde dann auch gleich die Fütterung vorbereiten. Ich habe für die Mini Plus diese kleinen Futtertaschen. Falls ich hier füttern muss, ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt über 4 Wochen nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, wie es drin aussieht, die Königin. So, hier habe ich jetzt noch eine Styroporzarge. Die nutze ich eigentlich nicht mehr für die Bienen. Ich hatte sie mal genutzt zum Testen, hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt hier bloß dann noch praktisch, schauen wir mal, noch ein paar Futterwaben drin. Das sind aber auch die letzten, die ich habe. 4 Stück habe ich davon noch. Und da werden wir eine zuhängen, falls nötig. Die stellen wir erstmal beiseite. Und wir schauen uns mal jetzt dieses kleine Volk an. Ich werde hier nicht explizit die Königin jetzt suchen. Ich fange hier ganz unten an und schaue mir das mal an. Die sollten oben jetzt ein paar Mittelwände drin haben. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, ob sie die jetzt schon ausgebaut haben. Sie haben zum Teil ausgebaut, aber die werden ziemlich leer sein. Da wird noch nichts groß drin sein. Ja, sie haben sie ausgezogen, angefangen. Aber ich denke, wenn die jetzt einen Futterstrom kriegen, wird das sich ändern. Mir geht es jetzt darum, erstmal zu schauen, wie das Volk generell aussieht. Hier müssen ja die Flugbienen von der ursprünglichen Beute alle hergeflogen sein. Und wir fangen mal ganz unten an. So, wie ihr seht, seht ihr was? Mal schauen, so sitzt die eigentlich sehr schön voll. Und mir geht es jetzt eigentlich bloß darum, wie sie brüten, ohne definitiv die Königin zu suchen. Ja, hier unten auch eine Mittelwand, die haben sie schon ein bisschen mehr ausgezogen. Ich schaue hier bloß 2 Waben mal so durch.
wie es aussieht, ob sie hier unten jetzt Brut drinne haben oder nicht. Also von der Stärke ist das Volk soweit okay. Ja, hier ist Brut drauf. Also die Königin ist markiert mit einem gelben Punkt. Da gucke ich jetzt hier weiter gar nicht. Futter ist hier nicht viel drauf. So, dann setzen wir die nächste Zarge wieder drauf. Müssen wir die ein bisschen wegschieben. So. Und ich denke mal, in der Zarge hier, die war schon ziemlich schwer, wird jetzt noch Futter sein. Also das war ein Schwarm von 500 Gramm. Ja, und ihr seht, die ist schön voll mit Futter. Die andere auch, die war schon sehr schön schwer. Da brauchen wir nichts weiter machen. Da gucke ich auch nicht weiter. Gefällt mir so, wie es jetzt ist. Also da brauche ich keine Futterzarge reinhängen. Das wäre jetzt nur die Notlösung. Mal gucken, sind alle so halb ausgebaut hier. So, da hängen wir so eine flache Zarge rein. Oder Futtertasche. Und den geben wir jetzt hier dann einen Schluck. Also ein Kilo erstmal. Wenn ihr hier seht, dass die ein bisschen braun ist, diese Lösung, ich verwende ja fertigen Sirup. Und habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Ja, dieser Sirup, der ist eben geruchlos und da kommt es eben kaum zur Räuberei. So, ich habe den Sirup hier einen kleinen Zusatz drin von der Firma. Kennt ihr ja, wir haben ja da so ein bisschen Futter gekriegt für einen Feldversuch. Ich kann den Feldversuch leider nicht durchführen, da ich zu wenig Völker habe, aber der Marco von der Imkerei Bleise, der machte einen Feldversuch mit 20 Völkern. Ich weiß nicht, wie es beim Walter ist, vom Bienenfarmer. Der hat auch so ein Futter gekriegt. Wir schauen jetzt nochmal in das nächste Volk, was wir da machen können. Ja, mit dem Minischwarm bin ich jetzt so eigentlich zufrieden. Oh ja, die sitzen auch schön bis oben hin. Ja, bei mir auf dem Stand sind ja alle Völker jetzt fast mit Jungweiseln. Aber bei dem Volk hier, glaube ich, könnte ich eine rausnehmen. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Futter. Ob wir denen was geben müssen. Nein, eigentlich haben die auch schön Futter drin. Sieht eigentlich gut aus.
Wir schauen noch mal eine Etage tiefer. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier erkennt. Also hier sind jetzt jüngste Maden drinnen zu sehen. Und hier ist auch die erste verdeckelte Brut dann auf der nächsten Wabe. Ja, das sieht gut aus. Stifte. Schauen wir uns die Bienen an. Die sehen alle eigentlich ziemlich gesund aus. Ich kann ja keinen Krabbler sehen. Das sieht alles sehr schön aus. Dann lassen wir die auch so. Es geht ja jetzt im Prinzip erstmal darum zu schauen, wie die Völker jetzt nach einem Monat im neuen Bienenjahr sind. Und Ende September kann ich sie dann nochmal wiegen und schauen. Ob sie dann noch Futter brauchen oder nicht, also die Kiste ist sehr schwer. Bei der Mini Plus gebe ich ja immer maximal 8 Kilo Futter rein. Das reicht für die vollkommen aus bei den Dreizagern hier. Und dann schauen wir mal. So, wir gehen dann noch mal rüber auf die andere Seite. So, schaut mal hier bei der Tine. Das ist ja ein Reinzuchtvolk mit einer hohen Neuendorfer Königin. Aber was ist denn da unten drauf? Also sie haben sich erfolgreich verteidigt und dir eine Hornisse kalt gemacht. Ja, brave Bienen. Okay. Wir wechseln dann aber jetzt zum anderen Standort. Interessant wäre noch dieses Volk. Das war ja das Volk, was an dem Standort stand, wo jetzt praktisch der Minischwarm hingekommen ist mit der Mini Plus. Praktisch, wenn man das Prinzip nimmt, Flugling, Brutling, wäre ja das jetzt der Brutling und die Mini Plus mit dem Minischwarm wäre der Flugling gewesen. Das habe ich so gemacht, damit dieses kleine Völkchen durch die Flugbienen von diesem Volk verstärkt wird. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie es jetzt in dem Volk hier praktisch aussieht. Haben sie genug Futter? Das sieht aber gut aus auf den ersten Blick. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, mir geht es jetzt hauptsächlich darum, hier zu gucken. Ich habe ja hier diese kleinen Schiede drin, damit sie auf der letzten Wabe keine Dickwabe ausbauen. Aber die sind jetzt eben so dünn. Oh, die ist schwer, die Wabe. Also ich denke mal, hier brauchen wir jetzt groß auch noch nichts zu machen. Ihr seht, da ist sogar frischer Nektar drin. So, dann nehmen wir die auch mal runter. Ich brauche hier jetzt nicht alle durchzuschauen. Mir geht es jetzt bloß darum, haben sie noch irgendwo Brut drin. Und da kann ich zufrieden sein mit dem Mini Plus. Denke ich mal. Ja, hier ist eine neue Wabe. Auch Futter und Pollen haben sie hier drauf. Und nun müssten wir langsam mal ins Brutnest kommen hier. Hier ist nichts. Also viele Brutstellen sind nicht zu haben.
Doch, hier kommt jetzt das Brutnest. Ja, und in der unteren Zarge noch. Ja, also ganz normales Brutnest. In den Randgebieten die Stifte, hier verdeckelte Brut. Hier das gleiche Bild. Königin sehe ich hier jetzt noch nicht. Wie gesagt, jetzt suche ich auch keine Kurse nicht mehr nach der Königin hier. Wenn die Brut da ist, ist das okay. Ja, hier auch Stifte und verdeckelte Brut, Maden. Alles da. Hier scheint jetzt gerade ein Brutsatz geschlüpft zu sein, deswegen sind die ein bisschen kleiner hier, die Brutnester. Aber bewegt sich alles im Rahmen des Normalen, finde ich. Okay, die ist sehr schwer. Hier ist noch genügend Futter drin. Gut, dann können wir die zumachen und das war's dann. Ich möchte das Video nicht zu lang machen, wir schauen uns dann noch mal kurz die andere Beute an. Da hatte ich schon zweimal aufgefüttert. Hier weiß ich, dass das Volk sehr stark ist. Wie gesagt, das ist ein sehr starkes Volk hier. Und den hatte ich hier oben auch fast alles Mittelwände gegeben. Und durch das Auffüttern, jetzt sollten sie eigentlich in der Lage sein, die mal langsam auszubauen. Ja, das war vor 2 Tagen. Noch eine komplette Mittelwand und ihr seht, hier haben sie auch schon das erste Futter drin. So, die kriegen jetzt auch noch einen Satz Futter über die Ohren hier. Gehen wir mal ein bisschen Rauch hier rein, dass die Bienen hier rauskommen. Man könnte ja hier jetzt ein paar Schwimmsteine reinmachen. Hatte ich sonst immer drin, aber ich schlag die Bienen lieber raus hier, die da noch drin sind, bevor ich das Futter reinschütte. Also ertränken können sie hier drinnen nicht, weil die geriffelte Seiten haben. Da können sie schön, sehr schön hochkrabbeln. Also die haben das bis morgen früh aufgelutscht hier. Die haben ja jetzt oben Platz, deswegen füttere ich die jetzt hier nach, da ich nicht mehr so viel Futterwaben habe. So, das wird jetzt im Prinzip 3 Kilo, die sie jetzt hier drin haben. Und die haben sie bis morgen früh wieder weggelutscht. Und deswegen bauen die auch die Mittelwände jetzt super aus. So, nehmen wir mal die nächsten beiden. So, dieses Volk war ja ein Volk, wo ich diese Mini-Plus geteilt habe. Hier war ja ein Volk geschwärmt oder wollte schwärmen, aber die Königin hat sich in Spinnennetz verfangen. Da gibt es ja auch schon ein Video drüber. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier machen können. Ich denke mal, die könnten jetzt was vertragen hier. Die haben zwar hier oben die Mittelwände, die hatten ja hier oben jetzt nur Mittelwände drauf. Ja, seht ihr, und da haben sie auch schon jetzt hier Nektar eingetragen.
Gut, aber bei der machen wir auch eine Futtertasche rein. Die werden wir jetzt auch ein bisschen nachfüttern, weil hier oben sehr wenig Futter drin ist. Den Restfutter kriegen die dann im September. Auch die haben sie schon angefangen auszuziehen. Sehr schön. So, ich kann mal kurz gucken, mal kurz anliften hier, wie es da unten drunter aussieht. Also die ist ganz leer, aber die ist ziemlich voll. Ups. Wir ziehen mal einen in der Mitte raus. Ich weiß, das macht man nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier das Brutnest dann ist. Richtig geraten. Also die sind gut hier zugange. Ja, und die haben schöne Futtergrenze übers Brutnest. Also das Volk ist sehr schön. Gut, setzen wir die obere Zarge wieder drauf. Gucken, dass keine Biene zwischen ist. Und da machen wir einen Schwab rein. Wie sieht es denn bei euch mit Wespen aus? Also ich habe ja sehr wenig Wespen, eigentlich mehr Hornissen als Wespen. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen reinlaufen. Ein paar Tröpfchen, bloß das reicht ja eigentlich. Da finden die das dann schon. Also die könnten man eigentlich auch auf 2 Zargen überwintern. Aber ich gehe immer auf Nummer sicher und nehme immer 3 Zargen. So, okay. So, dann nehmen wir uns das Volk nochmal vor, was hier ganz außen steht. Was wir da machen können. Das Volk hat hier oben eine Zarge mit Mittelwänden gekriegt. Das ist ja passiert, als ich das geteilt habe. Und so, beruhigt euch mal. Auch hier werden wir eine Zarge, eine Wabe dann rausnehmen. Wir gucken aber mal runter. Wobei die voll sitzen mit Futter eigentlich, aber. Es ist ja dann auch immer so eine Reizwirkung, ja. Wie gesagt, das war das alte Volk, was schwärmen wollte. Ja, und man sieht ja hier die schönen Futtergrenze, die sie angelegt haben. Also die haben noch hier in der Mitte. Hier in der Mitte ist jetzt, sind jetzt Maden, also Brut in allen Stadien. Und die Bienen sehen auch sehr vital und gesund aus, also brauche ich mich hier eigentlich auch nicht drum zu kümmern, sondern ich mache jetzt bloß oben eine raus und wie bei den anderen bekommen die dann auch eine Zarge. Jetzt brauchen wir keine Königin mehr suchen, wenn das alles so in Ordnung ist, Brut drin ist in allen Stadien, ist das so okay. Ich nehme jetzt hier auch eine Wabe raus. Seht ihr, die haben sie auch schon angefangen auszubauen hier. Aber hier kommt jetzt auch noch eine Futtertasche rein.
und die kriegen dann auch eine Portion. Dient dann auch zur Reizung mit. Okay, dann hole ich mal die Futtertasche schnell. So, okay. Legen wir hier noch eine kleine Futterspur rüber. Und dann haut das hin. So, dann können wir das auch wieder zumachen. Ja, Bienenfreunde, das war's. Alle Mini Plus durchgesehen. Die Begattungsfragen werde ich dann noch auflösen. Da habe ich ja am Montag die letzte Königin verschickt. Und die haben jetzt noch eine oder zwei hier drin. Die behalte ich auch noch. Da mache ich noch zwei Mini Plus draus. Schauen wir mal. Ja, für das Füttern, wie ich das zurzeit mache, da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Ich habe auch schon etliche ausprobiert. Ich habe ja auch die großen Zargen, Futterzargen für 7 Liter. Die habe ich immer genutzt, wo ich noch zweizargig geimpert habe. Dafür sind sie praktisch. Aber jetzt bei den 1,5ern, wenn die 7 Waben drin haben, da muss man mit den Futter, also immer mehr so Reizfütterung. Und da gucke ich dann bloß Ende September, wie es aussieht mit dem Futtervorrat. Mehr als 14 Kilo sollten sie nicht drin haben. Das sind hinten, wenn die hinten 3 volle Waben im 1,5er Format haben, sind das 9 Kilo und dann die Futtergrenze noch dazu. Und bei mir war es bis jetzt immer so, wie lange impfe ich jetzt mit den 1,5ern? 2014, ja, 2014 habe ich umgestellt. Erstmal von Liebig auf ein quadratisches Maß, auf die 11er. Da habe ich auch noch zweizagig mitgeimpft und dann habe ich auf die 1,5er umgestellt 2014. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Da lässt sich einfach dann impfen, braucht keine Kippkontrolle oder so zur Schwarmkontrolle machen. Eigentlich ist das ganz super. Ich brauche bloß maximal zur Saison 7 Waben durchgucken. Jetzt habe ich 8 drinne im Herbst jetzt und davon sind dann meist immer 3 Futterwaben. Dann hatte ich noch Futtertröge von Beneo. Gibt es auch ein Video drüber, verlinke ich vielleicht auch unten in der Videobeschreibung, falls ich es noch finde, das ist schon ziemlich lange her. Die habe ich auch für die Mini Plus benutzt. Da geht es allerdings nur, wenn man einen kleinen Aufsatz baut, weil die nicht in die Zargen hier reinpassen. Ja, aber da habe ich auch die 1,5er mit aufgefüttert. Ist ja immer so bei den 1,5ern, jetzt um diese Jahreszeit sollen die ja noch richtig brüten. Und wenn ich da jetzt 7 Kilo mit einmal reinschütte, verkleistern die das ganze Brutnest und die Königin hat keinen Platz mehr, ein größeres Brutnest anzulegen. Ja, und deswegen füttere ich jetzt immer bloß in kleinen Rationen, so 2 Liter in der Woche. Und damit kommen die gut zurecht. Die haben ja auch noch Futter drin. Gut, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke, dass ihr dabei wart.